Und damit, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal und es geht um Bang on Balls Chronicles. Und eigentlich ist das ja eigentlich nur ein Hollywood-mäßiges Filmparadies. Ja, dieses Bang on Balls ist ein 3D-Plattformer, ist noch in der Early Access. Man spielt hier diese komischen Länderbälle. Ich kann mich eigentlich nur blamieren, weil ich habe gar keine Ahnung von diesen ganzen Länderflaggen. Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Ich glaube, das hier ist Kroatien, der gerade vor uns steht und uns liebt. Kroatien liebt uns. Wir sind irgendwie gar kein Land, was ich sehr komisch finde. Das hier müsste USA. Nee, ist irgendwas anderes. Aber das ist fast USA. Die haben USA-Flagge geklaut und eine Sonne und einen Mond reingetan. Das hier wird irgendwas Östliches sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich eigentlich nur blamieren damit. Ich habe nämlich nie in Erdkunde aufgepasst. Und in diesem Spiel spielt man geschichtliche Sachen nach und auch in Geschichte habe ich nie aufgepasst. Oh mein Gott, der Fernseher saugt mich ein wie in Little Nightmares 2. Von dem her, mal gucken, was daraus wird. Ich kann eigentlich nur mit Unwissen prahlen. Let's go. Wird erstmal das Tutorial sein. Ich habe eigentlich schon alles rausbekommen. Also man kann halt hüpfen, man kann doppel hüpfen und man kann so komisch dashen. Oh, was wollte der mit sagen? Egal, man kann auf jeden Fall dashen. Zack! Und alles kaputt machen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel sehr, sehr witzig sein kann. Okay, das Tutorial ist jetzt natürlich nicht so oberkrass geil. Ja, okay, vielleicht doch. Taste festhalten, okay. Ach, kann ich die? Oh, ich kann rollen! Ich bin der richtig geile Mother-Roller hier. Ich hoffe, ich kann mir noch irgendwann eine Flagge holen. Oder ich muss ja erst eine Flagge verdienen. Das kann natürlich auch sein. Hä? Muss ich das umkippen? Okay, let's umkipp-Action. Geil, ey. Okay, ich habe wirklich noch gar keinen Plan, was man in diesem Spiel machen kann. Man kann oh mein Gott, man kann so eine Stampfattacke machen. Na ja, hä, das ist ja wie diese alten Sonic-Spiele gerade aufgebaut. Okay, das gefällt mir. Und einmal durch hier. Oh, immer noch weiter. Okay, man kann anstatt mehr in diesem Spiel machen, als mir lieb ist. Das macht was? Ich kann Sachen aufsammeln. Oh ja, lecker, lecker, komische blaue Dinger. Was bist du? Kann ich ein Foto machen? Machst du ein Foto von mir? Ihr geil. Oh ja, das ist ein tolles Foto. Kann ich das bitte mitnehmen? Guck mal dieses tolle Foto an. Gut, mach noch ein Bild von mir. Bitte. Ich bezahle auch. Ja. Das ist viel besser. Das nehme ich. Dankeschön. Hey, ich habe jetzt schon Spaß. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Hallo, bist du mein Freund? Wie nennt man die Dinger? Diese Puppen, die immer sterben, damit keine echten Menschen sterben, wenn man ein Auto crashen lässt. Oh. Oh mein Gott, der hat ein Schild. Aber nicht mit mir. Kann ich dich als Sprungbrett benutzen? Ja, ne? Hä? Okay, cool. Also, ja, ich habe ja schon gesagt, man spielt hier geschichtliche Events nach. Deswegen ist das wahrscheinlich schon ein Foreshadowing hier, dass der ein Schild hat. Weil wir müssen natürlich Krieg führen gegen andere Länder und andere Sitten und so. Und Lootboxen gibt es anscheinend auch, in denen bisher immer nur diese blauen Dinger drin sind. Wir sind gewachsen! Hä? Okay, mega gut! Oh, aber nicht für endlos. Okay, das ist quasi der große Mario-Modus, wenn er einen Super-Pilz sich holt. Let's go, wir müssen alles töten. Oh, ich bin wieder klein geworden. Okay, cool, 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 cool. Was bist du noch für einer? Ein Nightshop. Ja, hier, nimm alles, was du haben willst. Lass dich wachsen und okay, ich habe ihn gekillt. Und habe dafür ein Schild bekommen. Es tut mir leid, kleiner Freund, es tut mir sehr, sehr leid. Wie viel willst du haben? Guck mal, ich habe auch ein Schild. Wollen wir Freunde sein? Ich habe auch ein Schild. Was jetzt, hä? Aua, hä, hat mich angegriffen. Was ist bei dir kaputt? Schild gegen Schild. Au, hallo, hör auf. Okay, warte, warte, okay. Schild. Ja, mach doch deinen Scheiß. Und jetzt, let's go. Haha, du bist der schlechteste Türsteher, den ich jemals gesehen habe. Ich habe mich einfach an dir vorbeigeschlichen, wie bei den Discos damals. Als man noch keine, wie alt muss man dafür sein, 16? I don't know. Muss man 18 sein für Discos? Ach, ich war noch nie bei Discos, Leute, ich habe doch keine Ahnung. Ach, man kann sich sogar verschiedene Schilde ausrüsten. Und es gibt Hüte. Jedes Spiel wird besser, wenn es Hüte hat. So, anscheinend müssen wir die Leute da befreien. Kein Problem, ich bin der Held in dieser Geschichte. Zack! Ah, alles klar. Ihr seid meine neuen Freunde. George und Gustav. Sorry, dass ich dich weggeschleudert habe. Los, stellt euch auf diese Dinger rauf und dann geht's hoch! Und wir kriegen dafür eine Filmrolle. Bin ich jetzt ein Star? Bin ich endlich ein Star? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja? Cool, dankeschön. Ach, hier kann ich die Dinger ranpacken. Und sobald ich zwei Stück habe. Oh, never mind. Ich habe anscheinend zwei. Kommen wir in die nächste Welt rein. Und das ist die Mittelalterwelt, I guess. Okay, wir können uns jetzt die Mittelalterwelt angucken. Während uns, ich hoffe, das ist Irland, anliebt. Man kann hier bestimmt so viele Sachen machen und entdecken und alles Mögliche. Das ist ein bisschen wie bei Mario. Hallo, wer ist hier? Hier ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist Großbritannien.
sollte Großbritannien sein. Ja, ja, Großbritannien, du bist sehr, sehr hübsch. Ich muss mich erstmal ausruhen. Das Tutorial war so anstrengend. Puh. Erstmal chillen. Ja, hier können wir uns endlich eine Flagge geben. Okay, Deutschland ist halt lame, ne? Wie sieht denn Japan aus? Japan finde ich sehr, sehr cool. Wieso ist fucking China so riesig? Und Japan so klein? Und alles andere so klein? Russland und China sind riesig groß. Okay, das muss ich nehmen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Land ist, aber das sieht aus, als wenn wir einen Schnauzer hätten. Und wir gucken uns jetzt die an. Das ist Schweden, das ist Dänemark. Da oben haben wir nochmal Great Britain. Und was bist du? Auch Great Britain, ne? Okay, let's go. Was macht denn ein Wikinger im Mittelalter? Hallo, willst du mir was zeigen? Kommst du mit mir in den Fernseher? Nein? Na gut, auf geht's. Zerstöre die Wikingerboote, rente die Dorfbewohner, sammle Filmrollen, um zukünftige Level freizuspielen. Okay. Dann erleben wir jetzt die Schlacht von 1503 gegen die Wikinger des Todes. Man kennt sie. Oh, was willst du noch? Hast du etwas Schönes für mich? Was hast du denn? Gib mir... Oh. Wie die explodieren, das ist so schön. Hey, I don't know. Hat mir das irgendwas gebracht? Ach, guck mal, wie cool das hier aussieht. Oh, aber da wird schon jemand angegriffen, oder? Da brennt alles. Da hinten ist die Burg. Da haben wir ganz viel Wald. Da haben wir noch... Da können wir Dorfbewohner retten. Ah, das ist ein Mönch. Du bist ein Mönch. Mönche sind immer lieb. Die da oben weinen einfach. Ja, keine Sorge. Keine Sorge, kleiner Mönch. Ich werde deine Freunde retten. Wenn ich nur auf deinen Kopf einmal dürfte. Mann. Ja, danke. So. Zack. Ihr seid frei. Los. Helft ihr mir jetzt? Hä? Was? Da sind Steine drin gewesen? Ach nee. Ah, okay, okay. Und ich kann dich jetzt anstellen. Kann ich dich anstellen? Ich habe keine 1000 Dinger für dich, aber ich gebe dir einfach mal alles, was ich habe. Das war wahrscheinlich jetzt richtig dumm. Weil ich... Doch, aber das ist ein Krieger. Das ist schon ein Krieger. Ich kann den anheuern, nicht wahr? Okay. Okay, 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 okay. Ich brauche mehr von diesen blauen Dingern. Ich weiß halt nicht so richtig, wer jetzt mein Freund ist und wer Feind ist. Also hier läuft überall Großbritannien rum. Deswegen vermute ich mal, Großbritannien ist der Freund. Ist Dänemark und Schweden der Feind? Wer pinkelt da von oben runter? Habt ihr das gerade gesehen? Guck mal, der pinkelt da runter. Der pinkelt halt wirklich da runter. Vom Kreuz oben. Er wird angegriffen. Oh nein. Dänemark, du wirst angegriffen und bist sehr, sehr groß. Warte, ist das, du bist wirklich ein Feind, ne? Er ist leider zu groß. Ich komme nicht an ihn vorbei. Ich als kleines, grünes Schnäuzelchen. Au, hä? Die sind ja wirklich... Aua, lass mich in Ruhe. Ich habe gleich keine Leben mehr. Ich habe nicht mal was zum Angreifen. Okay, also das hier sind die Feinde. Dänemark und Schweden sind die Feinde. Aber nicht mit mir. Ich hau euch alle weg. Pow, patau. Lasst meine Freunde in Ruhe. So. Ich muss nur... Oh mein Gott, ein Hinterhalt. Aber nicht mit mir. Pow. Okay, okay. Oh, was ist das? Sind das ganz viele von diesen blauen Dingern? Geil, geil, geil. Wenn wir davon richtig viele uns holen, dann haben wir bald eine ganze Armee. Und mit der ganzen Armee... Kann uns dann gar keiner mehr aufhalten. In gar keiner Welt. Okay, pinkel ihn weiter an. Das passt schon. Und ich kümmere mich weiter um die Leute hier unten. Aua, au, nee, hör auf. Der hat Stachel, an seinem Schild. Aua, das tut weh. So ein Doofkopf, Mann. Aha, eine Aufgabe. LAN-Stecker. Ach, ich kann mich mit anderen Spielern verbinden. Okay, nee, machen wir heute mal noch nicht. Heute spielen wir noch alleine. Und entdecken diese fantastische Welt der Balls. Und meine erste Amtstat wird sein, diesen komischen Turm hier zu erklimmen. Ja, da muss ein bisschen sauber gemacht werden. Gebe ich euch recht. Aber ansonsten ist das doch ein wunderschöner Turm. So, siehst du? Oh, es geht sogar noch höher. Okay, wir erklimmen diesen Turm wie Ezio Auditore zu seiner Zeit. Bitte nicht runterschubsen. Aha, ein roter Kristall, den wir klein machen können, der bestimmt irgendeine magische Macht in sich trägt. What? Okay, ich wurde nach oben gezogen. What the fuck ist denn los? So, das ist auf jeden Fall mein Turm. Geht's noch weiter hoch? Da ist ja jemand. Hallo, Freund oder Feind? Oh. Ich habe... Okay, tschüss. Dann haben wir jetzt überall diese roten Dinger. Und ich sehe da hinten eine Filmrolle. Wow, 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 nein, ey, Schäfchen, alles cool. Hallo, chill doch mal. What the fuck? Okay, wir müssen hier ganz schnell weg. Das ist böse. Wie komme ich... Hier kommt er lieber. Tja. Ersauf doch da unten, du blödes Schäfchen. Greift er mich einfach an? Hallo? Was ist denn los mit dir? Sei doch nicht so. Aber ihm geht's gut. Scheint auch irgendwie Kiem zu haben. Naja, dem geht's gut. Alles cool, Leute. Alles cool. Ich glaube, an die Filmrolle komme ich so ohne weiteres nicht ran. Let's go. Okay. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber wir kommen ja auch so hoch, oder? Nein, als ob.
Ah, kann ich überhaupt schwimmen? Oh nö, oh nö, oh nö, ich ertrinke. Oh nö, bitte, bitte, hilf mir doch irgendjemand. Bitte, irgendwer. Oh Gott. Ah, ein Glück ist hier ein Strand. Ist der auch so böse wie der andere? Guck mal, der ist auf jeden Fall noch größer. Guck mal, der ist lieb. Warum war denn sein Freund so böse zu mir? Ich habe aber eben nochmal gesehen, unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, die Wikingerboote zu zerstören. Aber ich habe bisher noch gar keine Wikingerboote gesehen. Also ganz theopraktisch müssen wir irgendwie ans Wasser, weil am Wasser können Boote sein. Okay, ich glaube, wir müssen erst die Burg erklimmen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Wir haben endlich ein Bad bekommen. Ja, der Wikingerbad. So, dann raffen die Wikinger nämlich nicht, dass ich eigentlich deren Feind bin. Mit einem geilen Wikingerbad. Die perfekte Tarnung, Leute. Die perfekte Tarnung. Ah, ich sperre mich hier selber ein. Bitte lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Ich mag das nicht so eingeengt zu sein. Nein heißt nein. Bitte gehen Sie weg. Oh, meine Güte, der war aber aufdringlich, oder? Der war ganz schön aufdringlich. So, da unten sind die Schiffe. Jetzt sehe ich sie. Da. Das sollen Wikinger-Schiffe sein? Und, ah nee, die Dinger da hinten. Okay, ich bin hier einfach mal ganz falsch. Gut, ihr könnt eure komischen Boote nicht retten. Keiner von euch. Zack. Denn Dizzy aus dem Niemandsland ist da. Dizzy aus der Schublade. Macht eure ganzen Schiffe kaputt. Pow. Ach, das sind Seelöwen. Oh, wie süß. So, die ertrinken alle, denn jeder weiß, Wikinger waren so blöd und haben sich zwar geile Schiffe gebaut, aber ohne das Wissen, wie man überhaupt schwimmt. Tja, bisschen dumm ist das halt schon. Aber ist halt nicht mein Problem. Dup, dup. Ah, was ist das denn? Okay, Dänemark will fliegen. Alles klar. Flieg und Sieg, Dänemark. Hä, das muss doch gehen. Ja, tschüss. Tschüss, Dänemark. Auf nimmer Wiedersehen. Sehr, sehr schön. So, und hier in der Nähe sollen irgendwo die anderen Schiffe sein. Ich glaube, ich bin... Oh nein, und ich bin ganz schön klein. Ich habe gleich keine Leben mehr. Oh, haltet ihr hier die königliche Amtssprache oder was? Aber nicht mit mir. Haltet die Hochzeit an. Oder was auch immer das hier war. Zack, zack. Ich bin der alleinige Retter von England. Ah, guck hier, Schweden hat sich den Thron geholt von England, das ja eigentlich der Queen gehört. Der sitzt da oben auf seinem ekligen Thron. Aber oh, oh, er greift sogar mit an. Ich wollte gerade sagen und greift und hilft einfach seinen Leuten nicht. Aber auch er ist sauer. Geben Sie den Thron sofort wieder an den rechtmäßigen Besitzer, Sie. Die Frevel-Typi. Ja, da bist du ganz klein, ne? Da bist du ganz kleinlaut. Eine Krone! Ich bin einfach der neue King! Ja! So, kniet nieder vor dem neuen... Ey, ey, hört auf, hört auf! Ich weiß, ich habe die Krone noch nicht aufgesetzt, aber chillt mal kurz. Chillt mal kurz. Okay, Leute, ich muss mal kurz die Krone aufsetzen, damit die Leute auch wissen, dass... Ah, ich sterbe gerade, weil ich die Krone aufsetze! So, hier, Leute, ich bin der King. Ich bin... Die haben einfach den neuen König gestürzt. Nachdem ich den alten König gestürzt habe. Dürfen die das? Also, ist das legal? Okay, ich würde schon sagen, das war's dann mit dieser Folge. Zwei Könige wurden in einer Folge gestürzt. Ich glaube, das muss lang.